Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Neverwinter. Ich bin's wieder, euer Paddy. Ja, und wir legen wieder direkt los mit unserem Gefährten natürlich auch wieder. Paddy wieder am Start, unser Heiler. Ja, und ich habe mir mal die Aufnahme angeguckt. Der hat jetzt ja wirklich so eine Krone auf, die wir ja hier drüben mitbekommen haben. Ich glaube, das sind noch die EXP-erhöhenden Mittel. Vielleicht hat er sie nachher nicht mehr auf. Schauen wir dann mal. Ah, hier haben wir noch Kräfte, die wir noch machen können. Schaue ich mal nach. Feuerstrahl, Abwehrfluch, dunkler Segen. Unsere Heilung wird um 15% nochmal erhöht. 2% mehr Lebensentzugchance. Hm, das klingt gut. Nehmen wir den einfach mal. Oh. Was ist hier los? Also, hallo? Geht schon direkt wieder los hier. So. Zack. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Okay. Aber wir hatten noch irgendwas. Das war bei N. Ja, da war wieder was fertig. Wir geben dem mal noch eine neue Aufgabe. Wir können auch mal in der Lederabteilung. Ja, 6 Stunden. Damit sie mal ein bisschen länger beschäftigt sind. So. Mal sehen, zu was sie dann später noch in der Lage sind. Was sie dann noch machen können. Erster Schritt, die Gilde aufbauen. Mit sehr vielen Problemen zu kämpfen und ihr habt dabei Großartiges geleistet. Doch nun stellt euch einmal vor, was ihr alles erreichen könntet, wenn ihr euch mit einer größeren Gruppe von Abenteurern in einer Gilde zusammenschließen würdet. Sprecht mit Anton Omeris. Er wird euch von den Vorzügen berichten, die die Mitgliedschaft in einer Gilde mit sich bringt. Außerdem kann er euch bei der offiziellen Anerkennung eurer Gilde durch Lord Neverember helfen. Naja, mit einer Gilde, da warte ich lieber noch. Den lehne ich erstmal ab. So, weil sonst stört er mich nur. Neue Talente. Da lernen wir das. Änderung zuweisen. So. Okay, das war's erstmal. Ach ja, noch was? Nö, eigentlich hat man... Ach doch, es geht immer noch weiter. Ja, dann nehmen wir hier nochmal den Fluch etwas größer. Zack. Okay, weiter geht jetzt hier auch nichts mehr. Alles erledigt. Und wie gesagt, falls ihr eine gute Gilde kennt, könnt ihr auch gerne mal einen Tipp in die Kommentare schreiben. Ich bin dafür alles offen. Nur jetzt werde ich mich erstmal nicht sofort damit beschäftigen. Weil ich hier lieber, wie gesagt... mich mit den Quests erstmal beschäftigen möchte. Die gefallen mir recht gut. Also ich finde die Storys hier richtig toll und sehr abwechslungsreich. Was das Spiel wirklich immer wieder interessant macht, finde ich. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder dem Pfad hier entlang. Scheint hier nach unten zu gehen. Oh, zwischendurch haben wir auch noch ein Quest. Was ist hier? Spionenfänger. Westband ist der werte Name. Ich wurde aus Neverwinter geschickt, um die Spione der Black Dagger. Oh, Moment. Bei dieser jetzt sehr aufwendigen Aufgabe könnte ich ehrlich gesagt etwas Hilfe brauchen. Ich hätte einen kleinen Wettkampf anzubieten, sodass es sich für euch auch lohnen würde. Sagt mir Bescheid, wenn ihr mehr darüber zu erfahren wünscht. Der ist ganz schön leise, finde ich, oder? Erzählt mir etwas über die Ereignisse der Spionjagd. Sobald das Spionenfang beginnt, durchsucht den Wald nach Banditenspionen. Tötet diese nicht, sondern versucht nur, sie einzufangen. Sie werden versuchen zu fliehen und eine Verfolgung wird notwendig sein, um ihrer habhaft zu werden. Holt alle Informationen aus ihnen heraus und kehrt dann für eure Belohnung zu mir zurück. Einfach, oder? Ja, gut zu wissen. Ja, viel Glück bei den Spionfängern. Also viel mehr hatte er erstmal nicht zu sagen. Erhaltet eine Belohnung für Blackjack-Insignien. Ah, was haben wir hier noch?
Allgemeine Waren einsehen. Können wir auch was verkaufen? Ich guck mal, ob ich hier das einfach bloß rübergeben kann. Okay. Schade, schade. Hier können wir also nicht zurückgeben. Wir können aber erstmal ein neues Gebet aufsagen. Ist wieder an der Zeit. Immer schön vorsichtig sein. Was? Maximale Segnung. Kelmor gewähren erst wieder kellische Münzen, wenn ihr einige davon ausgegeben habt. Ihr erhaltet weiterhin andere Vorteile. Ja, dann machen wir es trotzdem. So. Da muss ich mal gucken, was diese keltischen Münzen zu sagen haben. Weil darüber weiß ich jetzt auch noch nicht so Bescheid. Ist halt noch, wie gesagt, alles sehr neu für mich. Aber es findet mich so nach und nach, finde ich mich schon hier recht gut rein. So ist es nicht. Aber wir können erstmal hier reingehen. Achso, Black Decker Ruine. Also hier geht es nur nach Protectors Anglers. Okay, da wollen wir nicht hin. Gut, dann gehen wir mal weiter. Das ist ja wohl... Einfach mal aus dem Hinterhalt überrascht. Okay, es geht weiter. Na, gehen wir mal weiter hier hinter. Mal sehen, wo uns der Weg hinführt. Auf jeden Fall weiter an den Banditen vorbei, die in den Büschen lauern. Jetzt geht's hier rauf. Weil wenn wir aufs Radar gucken, da ist ja wirklich noch einiges, was offen ist. Es geht hier runter. Schon wieder. Wow. Die hätte alle alleine beseitigt. Gut gemacht, Buddy. Gar nicht so schlecht. Da bin ich ja jetzt baff. Da hat sich die Ausbildung doch recht gelohnt, oder? Okay, es geht weiter. So. So, den machen wir noch fertig. So, zack, zack. Schriftrolle. Okay. Ne, die lassen wir hier liegen. Die braucht man nicht. Jetzt sind wir an diesem See hier. Ja, wartet. So. Zack, die haben wir erstmal fertig gemacht. Okay, Gold sammeln wir ein und es geht direkt weiter. Erstmal über das Boot, hier haben wir den nächsten. Komm, wir sitzen alle in einem Boot. So, damit er auch mit getroffen wird. Arkane-Paket, sehr gut. So, untersuchen wir erstmal. Ja. Das war deutlich nass. Aber es geht schon weiter. Weiter nach oben. Was ist das? Achso, das hatten wir ja vor uns. Alles klar. Es geht zum nächsten See. Müssen wir uns auch wieder durchkämpfen. So, den machen wir erstmal fertig. Viele Plünderer auch hier. So. Dankeschön. Zack, das brauchen wir nicht.
Okay, können wir alles liegen lassen. Das brauchen wir auch nicht. Direkt über den See kommen wir hier zum... Ja, einem neuen Boot. So wie es sein, sollen wir die alle manipulieren. So, nochmal drauf. Du brauchst dich gar nicht zu heilen. Na, wartet. Ihr nehmt etwas davon. Die nehmen wir auch noch mit. Zack, zack. Und zack. So, Schriftrolle der Identifikation, die nehmen wir auch mit. Ein bisschen Gold und das war's schon wieder. Ab aufs Boot und dann machen wir auch das Boot kaputt. Einmal kräftig zuschlagen und zack. Auch das Boot ist im Eimer. Okay, es geht weiter. Ja, sie haben uns trotzdem gesehen. Oh, hier sind die nächsten. Den verfluchen wir mal. Ja, ihr glaubt doch nicht, dass ihr mit uns aufnehmen könnt. Auch wenn ihr ein Level höher seid, das interessiert uns nicht. So. Hier nochmal drauf. Ganz schön viel, ja. So, hier nochmal verfluchen. So, zack. Sehr gut. So. Paddy, du kannst uns auch heilen nochmal. Will doch gerade nicht? Nö. Doch, jetzt. Hier ist das nächste Boot, was bewacht wird. So, nochmal drauf. Oh, da haben wir gleich den nächsten Plünderer. So. Den kriegen wir auch noch platt. Paddy hat uns wieder voll geheilt. Also wie gesagt, den als Begleiter gewählt zu haben, bereue ich bis heute immer noch nicht. Auch wenn der Hund vielleicht nicht schlecht gewesen wäre, aber so einen Heiler an der Seite zu haben, finde ich noch immer besser. So, wir gehen an den Bootruinen vorbei. Da ist das nächste Boot. Ob sie uns bemerken? Nö. Zu spät haben sie uns bemerkt. Buddy hat schon wieder ein paar von denen gelegt gehabt. So. Keine Ereignisse aktiv. Kommende Wettbewerbe werden neben der Minikarte angekündigt. Aha. Scheint ein neues Event gestartet zu haben. Okay, blenden wir aus. Ja, da hat er diesmal nur seinen bösen Blick walten lassen, um das Boot zu manipulieren. Ah, da kommt schon wieder was. Also ein wahres Schiffe versenken hier. Der Plünderer will es aber wissen. So, nochmal drauf. Auch der ist beseitigt. Den Heiltrank, den können wir gut brauchen. Den Ring, den lassen wir liegen. Und nochmal mit einem Schlag das Boot durchgehauen. Okay, die Aufgabe ist erledigt. Wir steigen auf unser Pferd und gehen direkt wieder zurück. Und schau mal,
Was für Aufgaben? Wir könnten doch eigentlich so schon mal schauen, so nebenbei. Nee, hier war es nicht. Wo war es? Hier vielleicht. So. Allgemeine, wir haben noch. Also die ist jetzt fertig. Löchriger Vorschlag. Die versteckte Mine. Die könnten wir jetzt eigentlich machen. Zack. Okay, machen wir erstmal die. Wo ist sie denn? Ach, da geht's lang. So, also dahin. Da können wir eigentlich erstmal beide machen, weil, ja, die versteckte Mine, die müsste ja hier irgendwo sein. So, einmal hier durchgeritten. So, uns haben sie jetzt diesmal nicht so heftig erwischt. Ja, doch, der letzte war es dann doch. So, und einmal hier hoch. Hier haben wir noch... Ah, hier konnten wir noch was abgeben. Jetzt ist aber gut hier. Na, sagt mal. Ah, die Wache ist schon hier. Hier, da wollten wir was abgeben. Macht mir ja keine Probleme, sonst setzt es was. Alles gut, wir machen dir keine Probleme. Aber der löchrige Vorschlag, er war, kam von ihm, hier hätten wir es erstmal abgeben können. Ihr habt die Boote also gefunden. Das wird sie eine Weile aufhalten. Kein Problem, Rumpelstilchen. Das haben wir natürlich sehr gern gemacht für dich. So, Quest abgeschlossen und Rumpelstilchen hat wirklich immer noch was für uns. Diese unhöllnigen Piraten haben sich meine Seekiste geschnappt, als ich mir im Kronenzacken ein Papier gegönnt habe. Es würde einen alten Meeresabenteurer wirklich glücklich machen, wenn ihr sie zurückholen könnt. Und nebenbei noch ein paar Banditen Manieren beibringen würdet. Als Gegenleistung werde ich euch verraten, wo sie eine geheime Höhle haben. Sie lagern dort die Beute ein, bevor sie zu Jareth Grimm gebracht wird. Die Schätze könnt ihr für euch behalten. Mir geht es nur um meine Seekiste. Also die Seekiste möchte er haben. Die werden wir eben auch zurückbringen. Quest angenommen. Und jetzt geht's weiter. So. Erstmal weiter unseren Weg einschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch mit der Mine ist. Weil die müsste eigentlich noch hier gewesen sein. Ansonsten machen wir das dann erstmal mit der Seekiste. Da geht es erstmal nur zu Protectors Anklifs. Da wollen wir nicht hin. Zack. Ganz schöner Weg, den wir hier wieder zurücklegen müssen. Eigentlich, wenn ich mir das so anschaue, hätten wir das vor dem löchrigen Vorschlag sogar machen können mit der Mine. Oh, naja. Reiten wir jetzt den langen Weg wieder zurück. Mal sehen, wo es uns hinführt. Bestimmt ans hinterste Ecke der Landkarte hier. Der Wettkampf hat begonnen. Die Spürnase. Aha. 14 Minuten. Hat der irgendwas zu sagen, der Quest? Banditenspione fangen. Die Blankdecker Ruinen sind von Banditenspionen überschwemmt. Fangt sie, solange es noch geht. Aha, diese Quest hat begonnen. Die Blankdecker-Ruinen, also. Aber es scheinen keinen zu haben. Zumindest sehe ich auch keine Blankdecker-Ruine so richtig. Aber das ist das, was wir vor uns, glaube ich, gelesen hatten. Ich werde mich da schon noch reinfitzen.
Oh, hier haben wir viel mehr. Hier ist gerade etwas heftig. So, den ersten haben wir tot. Oh Mann. Da haben wir ja einen tollen Weg ausgesucht. Ich glaube, ich muss mich erstmal heilen. Heftig, heftig, was hier gerade abgeht. Die Hexe macht aber mit am meisten mit Schaden. So, die verfluchen wir mal. Na los, komm, macht schon Acker. Los, los. Sehr gut. So, wir nehmen mal noch einen Trank. So, nimm das. Auch sie haben wir beseitigt. Spürnasen. Endet in 12 Minuten, aber wo müssen wir uns sammeln? Sehen wir das irgendwo? Ich glaube, ich sollte hier nicht stehen bleiben, wenn die wiederkommen. Spione, hier. Wir sollen sie fangen. Oh, Moment. Jetzt haben wir die verpasst. Los. Ja, ich habe einen. Sehr gut. Also wir müssen hier weiter schauen, dass wir noch so eine Spürnase finden. Irgendwie dieses Event gerade passt ja sehr gut. Aber wir sind schon auf dem 4. Platz, so schnell kann das gehen. Dann schaue ich mal, ob ich hier welche finde. Hier müssen doch noch irgendwo welche sein. Ja. Was ist hier? Hier ist ein Zwerg. Das ist ja mal eine Herausforderung. Aber hier finde ich jetzt keinen mehr. Also die scheinen wirklich weiter hinten zu sein. Sich zu verstecken. Gucken mal weiter. Oh, hier haben wir einen. Hey! Bleib hier. So, den haben wir. Nee, jetzt. Na los, komm. Er möchte irgendwie nicht mit uns reden. Ja, ist schon weg. Das ist keiner. Waldstings? Nein. Die haben uns erwischt. Aber ist gar nicht so einfach. Nicht, dass wir auch noch hier die dran haben. Und kommen. Der will gar nicht. Ja, den haben wir. Wir gehen mal weiter. Da haben wir den nächsten Spion. Ihr seid als nächstes an der Reihe. Oh Mann, ich bin hier gerade richtig heftig in Drängnis. Zack. Zack, ich glaube, ich mache mich erstmal vom Acker. Oh Mann, wir müssen hier weiter weg.
müssen erstmal Patty zurückrufen, unseren Begleiter schnell, unseren Gefährten zurückrufen. Ach, der ist schon bei uns. Gut. Los, Patty, wir müssen hier weg. Hier haben wir den nächsten. Los, bleib hier. Ist mir egal. Ich krieg ihn. So, den haben wir. Ich werde hier erstmal alle ignorieren, die hier sind. Da haben wir den nächsten. Los, komm her. Den scheinen wir auch zu haben. Oh Mann, heftig hier. 6 Punkte haben wir bis jetzt schon gesammelt. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ist hier noch ein Spion? Schnell hier drum. Ja, mir egal. Ich bin hier auf der Suche nach jemandem. Haben wir keinen Spion weiter. Okay, gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach, hier Spione zu finden. Hier haben wir noch einen. Los, komm her. Den haben wir auch. Sehr gut, 7. Punkt. Da hinten ist gleich der nächste. Du brauchst gar nicht wegrennen. Den haben wir auch. Nummer 8. Nochmal einen Trank nehmen. So, wo haben wir hier noch mehr Spione? Da hinten. So, bleib hier. Ach, der ist schon entkommen. So, den machen wir erstmal fertig. Sehr gut. Dankeschön nochmal für die Hilfe. Wo sind hier noch mehr Spione? Ich guck mal, welchen Punktestand haben wir jetzt? Ah, das steht noch nicht da. 5 Minuten läuft er noch. Los, komm. Ah, los, ja. So, das müssen wir auch am 9. Punkt. Sehr schön. Hinten ist noch einer. Komm ruhig her, komm her, komm her. Ich schneide euer Herz raus. Den haben wir auch. 10. Punkt. Puh, heftig, heftig. Wir werden hier aber auch ständig attackiert. Viele, die auf uns drauf sind hier. So, wir müssen mal weiterschauen. Ob wir hier irgendwo noch was finden. 4 Minuten geht der Quest noch. Ich hoffe, wir schaffen das. So lange behalte ich euch noch mit dran. Ansonsten werdet ihr live erleben, welchen Punktestand wir hier zu erwarten haben. Also, ob wir mit einer der Besten hier beim Spione finden sind. Oh Mann. Haben wir hier noch irgendwo Spione? Lass uns weiter schauen. Sehe ich von hier oben welche? Nein, hier ist keiner. Sind hier drüben welche? Nein. Wo sind hier noch welche? Ich hätte nie gedacht, dass der Quest mit hier ist. Also dieses Event.
Finde ich richtig toll. Oh Mann. Werden wir noch welche finden? Jetzt ist aber gut hier. So, den machen wir erstmal fertig. Ich muss da noch irgendwo jemand sein. Schwierig, schwierig. Da drüben? Nee, da ist nur die Hexe. Da drüben scheint noch einer zu sein. Hier, ja. Jetzt habe ich ihn. Ah, nein, verdammt. Jetzt. Da haben wir. 11 Punkte. Sehr schön. Aber wir sehen immer noch nicht, auf welchem Platz wir jetzt stehen. Da ist einer. Schnell, schnell, schnell. Komm. Interaktion. Sehr schön. Auch den haben wir geschnappt. 12. Hm. Wo haben wir hier noch welche? Wir müssen schauen. 2 Minuten haben wir noch, um die letzten Spione zu finden in der Spionjagd hier. Werden wir das Event gewinnen? Sind hier noch welche? Ich sehe hier keine. Hier ist nur die Karawane. Da ist einer. Ja, komm ruhig her. Ich krieg dich. Interaktion geschafft. 13. 1 Minute 34 Sekunden noch. Da hinten ist der letzte. Na, nicht der letzte. Wir werden vielleicht noch welche finden. Ja, er läuft schon in die andere Richtung. Verdammt. Ich habe keine Ausdauer mehr. Interaktion erfolgt. Ja. Nummer 14. Oh Mann, oh Mann, oh Mann noch. Die letzte Minute läuft gleich ab. Da hinten ist der nächste Spion. Also es läuft schon ziemlich gut, auch wenn der jetzt weg ist. Verdammt. Also den hat schon jemand gejagt. Ah, hier gehe ich eigentlich ungern lang. Nein. Wir laufen nochmal hier lang. Die letzten Sekunden laufen jetzt ab. Noch 44 Sekunden. Werden wir noch einen Spion finden? Hier haben wir keinen. Da. Nee, das ist ein Halbling. Das ist jetzt. Jetzt wird spannend. Jetzt haben wir die 30 Sekunden erreicht. Werden wir da noch einen Spion finden können? Und vor allem, welcher Platz werden wir sein? Wir haben ja erst später begriffen, dass das Event hier ist. Hier vor Ort. Hier, wo wir uns aufhalten. Da hinten ist immer noch kein Spion zu sehen. Überall wird hier gesucht. Da ist einer. Da. Die letzten Sekunden laufen ab. Und es ist vorbei. Ja, ich schau mal schnell nach. Ihr seid unter Gold platziert. Das heißt, ich würde gerne schauen, was das zu bedeuten hat. Ich muss ja erstmal weg. So, wir schauen erstmal. Karuma Place, Platz 1. Wir haben ein... Ja, wir sind... Ja, goldener Platz. Aufgrund eurer Leistung konntet ihr euch unter Gold platzieren und habt folgende Belohnung bekommen. Ja, wie auch immer, jetzt ist schon weg. Und wo können wir jetzt die Belohnung abholen? Wenn hier nicht so viele Monster wären, die mir am Pups eingehen würden, dann könnte ich auch mal nachschauen. Und Party, du machst es mir nicht einfacher, wenn du noch mehr ansammelst. Wir versuchen uns hier mal ein bisschen in Sicherheit zu wiegen. Ach, hier steht's nochmal. Okay, wie kriege ich jetzt meine Maus? Hier kriegst du nicht hin. Zack. So. Veredelungspunkte.
Nee, ich wollte ja eigentlich bloß... Eigentlich hierhin, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Belohnung bekomme. Wiederauferstehungsquelle, Schatzlade des... Die Mine. Hm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt schon erhalten habe oder ob das, ja, wie gesagt, in meinem Inventar, also ob es ins Inventar gelegt wurde. Bin noch ganz außer Atem hier. Aber mein Inventar ist ja eigentlich auch voll. Hm. Ja. Da werde ich erstmal schauen und wir werden es in der nächsten Folge dann klären. Also, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Freue mich natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit reinschaut und sage bis dahin, euer Buddy und ciao.